Willkommen zurück zum Super Mario Maker, immer noch in Twisters Welt. Ja, Herr van Straff ist nicht nur der schlauste, nicht nur der beste Spieler der Welt, sondern auch der schlauste. Ich habe ja gesagt, das Spiel hat wahrscheinlich eine Abschlussquote von 4%. Und es hat genau 4%. Ich bin einfach so gut, was Super Mario Maker angeht. Oder habe ich 5% gesagt? Ich behaupte einfach mal, ich habe 4 gesagt, wie mit Donald Trump. Ja, ich habe dann überlegt, okay, mache ich das jetzt weiter? Ist das Spiel vielleicht irgendwann zu sadistisch für mich? Davor hat die Quote war übrigens 15%, das heißt, er ist von 15 auf 4% gegangen. Aber ich habe einfach mal, also mich nicht spoilern lassen, aber ich habe mir die Abschlussquoten der Level angeguckt. Und ich glaube, das ist was, das werde ich jetzt tatsächlich immer machen, wenn irgendjemand sowas einsendet. Ich spiele dann im Stream irgendwie mal einen Stream oder so, solange ich Bock habe. Und dann gucke ich mir mal offscreen die Abschlussraten an. Und ja, also es gibt noch, ich glaube, 2 oder 3 Level, die ähnlich schwer sind. Warum ich hier jetzt sofort durchkomme, ist für mich ein riesiges Wunder tatsächlich. Ich bin ein bisschen überrascht. Na gut, aber letztes Mal war ich auch unter Zeitdruck, ne? Von daher, ja. Was wollte ich noch erzählen? Ich bin ein bisschen durch. Ich habe heute das erste Mal seit sehr langer Zeit mal wieder im Büro gearbeitet. Hatte sonst immer Homeoffice, habe ja den Job gewechselt, wisst ihr ja, oder die meisten. Und bin entsprechend ein bisschen fertig, aber es ist so, wenn ich mich jetzt aufs Sofa legen würde, ich würde sofort einschlafen. Und es ist erst 19 Uhr, deswegen muss ich irgendwas machen und Let's Player sind alle verzweifelte Nerds und deswegen nehme ich heute mal auf. Ja, wie gesagt, es gibt noch so 2, 3 Level, die auch so schwer sind. Okay, ist dann halt so, die mache ich jetzt aber, ich zieh's durch. Was ich aber nicht mehr mache, den Fehler, wenn ich jetzt irgendwie nach 24 Minuten ein Level beendet habe, dann mache ich nicht krankhaft die 30 Minuten voll, sondern dann sage ich nach 24 Minuten oder so einfach Arrivederci und ja. Ja, sorry fürs viele Rumheulen im letzten Part, Twister, falls du überhaupt noch zuguckst und nicht schon zu genervt von mir bist. Aber ich bleib bei meiner Kritik, du kannst nicht einfach die... Ich muss mal gerade was nachgucken, nicht, dass diese ganze Aufnahme hier für ein Arsch ist. Echo, Echo, okay, läuft. Unprofessionell, egal. Ja, das fand ich ein bisschen sehr unangemessen und das... Das kann ich schon mal spoilern, weil ich habe halt nachgeguckt. Ich musste nachgucken, um für mich zu... Ja... Um für mich, ja, wie sagt man das, einschätzen zu können, ob ich das hier weitermache. Habe ich halt geguckt und diesen Fehler macht er tatsächlich noch ein paar Mal, leider. Also heißt, nicht erst die schweren Level an die leichten, sondern dass es immer so ein bisschen zwischendurch variiert. Ey, aber das ist jetzt kein Vorwurf von ihm. Wenn ich mir meine Superwelt zum Beispiel angucke, die bei weitem nicht so gut ist wie seine, davon unabhängig, ich mache das ja auch. Aber ich versuche... Ich hoffe, die Leute nehmen das nicht so negativ. Ich möchte nur, wenn ich diese Welten spiele, den Leuten auch ehrlich mitteilen, was ich verbessern würde an deren Stelle. Das ist jetzt nicht so, oh, ich kann das besser, aber das wisst ihr hoffentlich auch. Aber natürlich kann ich es besser. Nein, kann ich in der Regel tatsächlich nicht. Ach so, mit einer Bombe wahrscheinlich. Das ist cool gemacht. Also wie gesagt, ich bin halt jemand, ich bin Deutscher, ich meckere halt viel, ne? Wir Deutschen meckern. Nehmt mir das nicht übel, ich bin halt so. Aber wie soll das denn funktionieren? Da bin ich gerade ein bisschen ratlos, aber das liegt jetzt nicht an ihm. Hä? Es gibt bestimmt irgendeine Fähigkeit mit Link, die ich gerade nicht kenne. Und die macht mir gerade diese Aufnahme wieder kaputt. Ich könnte kotzen. Es muss ja irgendwas mit der Bombe sein, oder? Muss eigentlich irgendwas mit der Bombe sein. Aber von da treffe ich dort nicht. Doch. Das ist die Bombe. Okay. Ja, also von daher, Twister, nochmal danke und ein bisschen sorry, dass ich so viel gemeckert habe, aber es war auch der Situation geschuldet, weil ich halt einfach irgendwie nur noch 10 Minuten Zeit hatte und ich bin davon ausgegangen, dass die Level bei diesen 15-20% bleiben. Aber na gut. Ja, so viel dazu. Ich bin halt ein schlechter Mensch. Ist halt so. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Aber das Level hier ist tatsächlich sehr schön. Gut. Aber ich habe auch immer so das Gefühl, und das die eine Hälfte wird sagen, ja, das ist so, die andere Hälfte wird es nicht zugeben, dass die Leute mich auch zwischendurch mal so ein bisschen ragen sehen wollen, oder? Sind wir ehrlich? Okay, hier ist das Ziel. Muss ich da hin wohl? Also ins Ziel muss ich, ja. Aber brauche ich die roten Münzen? Gab es eine Bedingung? Keine Zielbedingung. Ist das hier nur so ein Gag? Will er mich verarschen? Scheint
Scheinbar schon. Hat er hingekriegt. Weil hier ist nicht die Ziellinie. Spoiler. Na gut, okay. Ich frage mich allerdings gerade, wo ich noch hin soll. Ich war in diesen beiden Räumen hier drin. Ich müsste... Ah. Un momento, por favor. Ich muss doch einfach nur hier... dieses lümmelige Ding nochmal treffen. Und dann kann ich doch hier hin. Ja, cooles Level. Gefällt mir soweit ganz gut. Wie immer weiß ich nicht, was mein... Ach so, wieder einfach Bombe. Ja, das Problem bei mir bei Mario Maker, vielleicht sollte ich ihn einfach mal öfter spielen. Da warte ich ja noch so ein bisschen auf Rückmeldungen von euch. Ob ihr denn das wünschen würdet, wenn ich mehr so Mario Maker Welten spielen würde. Also jetzt nicht nur eure unbedingt, sondern vielleicht auch mal welche gezielt. Das hätte natürlich den Nachteil, dass es da nicht so viele Let's Plays von mir geben würde, ne? Also, so... Hey, wie soll das denn funktionieren? Irgendwie so wahrscheinlich. Ja. Könnt ihr ja mal schreiben. Also es können ja auch mal Mario World Hacks oder sowas sein. Weil ich merke halt, ich weiß nicht warum, dass die Leute von mir doch Mario sehen wollen. Ich weiß nicht, was meine Mario Let's Plays von den anderen unterscheidet, um ehrlich zu sein. Aber... wenn ihr das sehen wollt, mein Gott. Wie soll man das denn hier schaffen? Ich muss dann ja wahrscheinlich da durchlaufen, währenddessen der Pfeil. Kann ich von hier überhaupt treffen? Wie habe ich das denn eben gemacht? Von da. Okay, das verstehe ich nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Kann nicht richtig sein. Aber andererseits, sonst komme ich hier ja nicht durch. Aber wie soll ich diese Dinger da aktivieren? Das entzieht sich gerade wirklich meiner Logik. Weil von hier die Bombe werfen kann ich auch nicht. Von hier schießen kann ich auch nicht. Habe ich noch irgendeine Fähigkeit vergessen von ihm? Das hier könnte er noch, aber... Ach, halt! Moment! Ich bin ein Fuchs. Wenn ich es schaffe, bin ich ein Fuchs. Wahrscheinlich muss ich auch der Wolke stehen. Das ist hier der Hint. Ha! Nein. Aber... nein. Ich mache vor allem die ganze Zeit das Gleiche und hoffe, dass es funktioniert. Ich bin irgendwie so ein bisschen wie Schalke 04. Das... oh, ich habe nicht nach rechts gelenkt. Was war das denn? Okay, das war... da bin ich nicht so schnell drauf gekommen, wie man vielleicht gemerkt hat. So, das kleine Schüchchen nehmen wir mit und... die rote Mütze haben wir eingesammelt, ne? Ja. Perfekt. Achso, und da muss ich dann wahrscheinlich wieder dann den roten Block irgendwie aktivieren danach. Um da wieder hochzukommen. Hier gibt es auch einen Checkpoint. Sehr schön. Ach, man kann als Schuh gar nicht diese Bälle abwehren. Frage, soll ich das? Habe ich das jetzt gecheased oder war das so gewollt? Das habe ich jetzt nicht so ganz realisiert, to be honest. Ach scheiße, jetzt habe ich keinen Link mehr. Aber es gab da einen Checkpoint, von daher kann ich mich ruhig gewissenhaft umbringen. Ganz gewissenhaft und sinnlich. Erotik. Wie zählt das, dass es in unserem Kanal-Trailer so schön in dem Trailer so schön sagt. Ja, bin ich hier nicht eben hochgekommen? Ach ne, ich bin durch diese Wolke hochgekommen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen müde. Verzeiht mir das bitte. Unter der Woche. Ey, wenn du müde bist, dann nimm einfach nicht auf, du Ficker. Halt die Schnauze. Ich hab doch gesagt, warum ich aufnehme. Damit ich nicht jetzt schon ins Bett gehe. Ich tue das alles für euch, Leute. Ich hab euch lieb. Seid nicht böse zu mir. Das fühlt sich richtig an, was ich hier gerade mache. Richtig scheiße, meinst du? Nein, ich meine richtig. Okay. Ah, Merde. Merde. Nix mehr Merde. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay, aber... ach so, ich Idiot, ich habe jetzt ja... nee, ich habe nicht alle Münzen. Hä?
Ich bin verwirrt. Zwar sehr. Okay. Ist hier vielleicht irgendwas versteckt? Nein. Ich könnte den jetzt hier natürlich wieder anmachen, aber... Bringt mir das was? Ich meine, ich kann dann ja nur wieder hier unten hin, oder? Hä, wie soll man da oben denn hoch? Ist hier eine Ranke versteckt? Okay, ich bin mega verwirrt und müde. Nicht gute Voraussetzungen. Ich gehe nochmal hier hin. Ich glaube, daher kam ich oder war nichts, aber... Oder kam ich davon? Ja, hier gar nicht. Doch, da kam ich her. Ja, ich hasse Rätsel. Ja, dann spiel ich Mario Maker, da gibt's halt Rätsel. Da halt die Schnauze. Hä? Okay, ich glaube, ich habe den Schalter aktiviert. Was möchtest du denn von mir jetzt? Mein lieber Twister, Blister, Hister, Fister. Ich habe irgendwas getroffen, aber es hat nichts gemacht. Ja, ich weiß nicht, ich muss da hoch, ne? Aber ich weiß nicht wie. Vielleicht bin ich in der Röhre noch nicht alle Wege gegangen. Das könnte ich mir höchstens noch vorstellen, weil hier auch ein Checkpoint ist. Ein P-Switch. Aber das bringt mir auch nichts, ne? Also letztlich nicht. Ich meine, dann komme ich hier nur anders wieder durch. Oder kriegt man irgendwie, wenn man einen Gegner kaputt macht, ein Item? Ja, es muss irgendwie mit dem P-Switch zu tun haben. Aber ich habe hier nirgendwo einen gesehen. Ja, das ist dann wieder so die Sache an Rätsellevel, ne? Sie können durchaus demotivieren. War hier was? Ach man, das Level war doch so schön und jetzt habe ich halt keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Ne, hier ist auch nichts. Der Lump hat bestimmt irgendwo irgendwas versteckt. Oh, wie gerne würde ich ihn jetzt im Stream fragen, aber wir sind hier nicht im Stream. Ja, ich habe keine Ahnung, also wirklich absolut 0,0, was ich machen muss. Ich habe hier keinerlei Hinweis. Ich habe noch 200 Sekunden, dann bin ich tot. Mausi tot. Hm. Ja, hier fehlt irgendwie ein Hinweis, ne? Also DD, Double Dash, keine Ahnung, wofür soll DD stehen? Ich kann die Wege nochmal alle abgehen und gucken, ob da irgendwas ist, aber das kann jetzt auch irgendwie nicht der Sinn dieses Levels tatsächlich sein. Habe ich irgendwas übersehen? Also meiner Meinung nach habe ich nichts übersehen. Meiner Meinung nach bin ich auch der Beste und Schlauste und Tollste. Und das stimmt nicht unbedingt. Spoiler. Ja, es ist hier irgendwie ein bisschen, komisch. Eigentlich will ich mich gerade umbringen, weil hier sowieso nichts ist. Aber ich weiß auch nicht, was ich sonst noch machen soll in dem Level hier. Es fehlt irgendwie... Hat das Level irgendwie Namen, dass man drauf hinkommt? Nö, kann man auch nicht. Ach man, jetzt stecke ich hier die ganze Zeit fest. Ja, ich habe keinen blassen Dunst. Also, ist irgendwo ein Hidden Block oder sowas? Und da kriegen wir auch nur wieder die Dings. Ja, deswegen mag ich Rätsellevel nicht. Das Level hier ist schön gewesen, bis zum... Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich hätte jetzt gerne eine fünfte. Ich muss ja irgendwo einen Block oder sowas verpasst haben, ne? Aber was, wo denn? Wie denn? Wo denn? Was denn? Keine Ahnung. Oder ich lade es einfach hoch und dann sollte Mr. Bear schreiben. Dann spiele ich weiter. Ich glaube, das ist ein fairer Kompromiss, weil ich werde jetzt hier nicht 5 Monate lang einen Hidden Block suchen. Vielleicht bin ich auch blöd, aber... Nö, eigentlich nicht. Es muss irgendwas mit diesem Raum hier zu tun haben, sonst hätte er da auch keinen Checkpoint hingebaut. Aber... Oh. Weil da gibt's... Ah nee, das ist für die roten... für die... Sternmünze.
Ja, ich habe keine Ahnung. Davon ganz schön viel. Ja, los, dann zögern wir das Video gar nicht weiter hinaus. Twister, sag mir, wo die Münze ist, wie ich die kriege, dann spiele ich weiter. Ansonsten, schöne Super Mario Welt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.